So, ich habe den Herrn Goldmann getroffen. Mir wurde gesagt, ich sehe aus wie Materia. Und wir fahren nach Portugal, aber bevor wir zu Portugal fahren, werden wir am Flughafen pennen. Wer bin ich? Der Junge, Masimoto. Ein runder Kopf. Guck mal 5 Minuten in dieses Licht, dann knallt das, Alter. Das Licht ist Droge genug, Alter. Oh, guck mal, hier ist blaues Licht. Wir laufen hier durch dieses blaue Licht durch. Und dann laufen wir zum nächsten Supermarkt, um dort Bier und nochmal Sachen kaufen zu gehen. Damit wir Bier für die Hinfahrt haben. Ein riesiger Hodensack. Ein voll fett Hodensack. Ein Hodensack mit Fett dran. Mit Fett. Und genau. Und wir laufen jetzt hier in dieses McDonald's rein. Aber ich habe Bock auf 2 Cheeseburger oder so etwas. Ich zeige euch ganz schnell einen Trick. Ich weiß nicht, was du siehst, Alter, aber du musst auf das Loch filmen. Ich habe einen McDonald's Burger gefressen. Und ich habe mit Dave Goldmann hier bei Rewe To Go Fressen und Getränke, Hinfahrtsfressen und Getränke geholt. guck mal hier, Dave Goldmann. Das ist ein Kettensägen-Massaker. Wir fahren jetzt Fahrstuhl mit Kettensägegeräusche. Guck mal, hier vorne ist ein Zug. Wir werden hier jetzt einsteigen. Guck mal, ich und Dave Goldmann haben unseren Schlafplatz ausgesucht im Kölner Flughafen. Und zwar genau hier. Das ist unser Camp für heute Abend. Hier pennen wir heute. Hier vorne pennt Dave Goldmann. Und hier penne ich. Das ist richtig geil. Und vor allem, das Beste ist, wir müssen um 6 Uhr... Ich glaube 6.15 Uhr oder so fährt unser Flixbus los und der fährt irgendwie, glaube ich, da oben irgendwie los. Und deswegen ist das gut, dass wir hier über diese Fußgängerbrücke hier pennen, damit wir keinen weiten Hinweg haben zum Bus, zum Flixbus, der uns dann nach Portugal hinführt. Moin Moin. Das sind nur einige, Alter. Hier sind ganz viele Menschen, die hier rumlaufen. Bestimmt Leute, die wohin fliegen. Ein Sicherheitsmann hat uns angelabert und uns gefragt, was wir hier machen. Und wir haben genau das gesagt, was wir hier machen. Und das war in Ordnung gewesen. Deswegen machen wir das. Wir wurden gerade vom Wecker aufgeweckt. Und wir müssen gleich zum Bus. Zum Flixbus. Der uns gleich nach Portugal führt. Bäh. Widerliche Fliege. Aber genau, wir fahren gleich nach Portugal. Das wird eine richtig lange Busfahrt sein. So, ich werde jetzt meinen Schlafplatz hier einpacken. Wir wurden eigentlich sehr gut in Ruhe gelassen. Und wir gelaufen jetzt zur Haltestelle, wo unser Flixbus hält. An dem wir dann einsteigen und eindringen. So, wir sind jetzt gerade im Flixbus und wir fahren jetzt nach Portugal. Aber das ist jetzt gerade zu dunkel, um zu filmen, deswegen filme ich gleich weiter, wenn das heller wird. Geprost! Ich grüße Meindl Meindl. Ich grüße Bike and Mountains. Ich grüße Herr Bartmann. Guck mal, es ist langsam heller geworden und wir sind sehr gespannt drauf, wann diese Luftfeuchtigkeit von diesem Fenster runterfliegt. Damit wir mehr sehen können von der Außenwelt, die wir umfahren werden. Schau mal da, schauen Sie mal nach links. Schau mal hier. Guck mal, hier vorne ist ganz viel Luftfeuchtigkeit. Und das sind einzelne
Wassertropfen, die hier runtertropfen. Ja, Mann. Hier von der Luftfeuchtigkeit von diesem Fenster. Und das hier, das ist da der Dave Goldmans Kopf, mit dem ich rumfahre. Man fühlt sich hier in diesem Flixbus so wie in so einem ausländischen Knast drin. Weil man an unsere Sachen nicht rankommt. Weil ich habe zum Beispiel Wasser unten vergessen. Und ich habe irgendwie Durst. Aber wir haben Brötchen, Käsebrötchen dabei. Wir sind irgendwo in Frankreich oder sowas. Glaube ich. Herr Goldmann, wir müssen noch 24 Stunden hier in diesem Bus hier rumsitzen. Ich liebe es. Und das hier, und hier rumfahren. Und das hier angucken. Einen ganzen Tag noch. So, wir sind hier und hier gibt es eine 30 Minuten Austrittpause. Und das hier, das ist dieser verschmierte Bus. Also dieser Knastbus, der uns nicht, also mit den unfreundlichen Busfahrer, der uns nicht an unser Wasser dran lässt und uns das Bier trinken verbietet. Und genau, und wir in so einer Zwickmühle von Durst verrecken. Aber genau, wir haben hier jetzt in der Pause jetzt Bier. Und ja, genau, und wir sind immer noch nicht an unsere Taschen rangekommen, damit wir Wasser rausholen können. Weil anders außer Bier, was wir in der Tasche drin haben, können wir unseren Durst irgendwie nicht stillen. Wir fahren nur mit dem Bus nach Portugal, damit wir einen guten Vlog haben. Damit wir Videomaterial für euch haben. Das ist ganz wichtig. Tatsächlich ist es echt nur so, nur deswegen. Alter. Tatsächlich ist es ganz genau hundertprozentig so, Alter. So, ich habe uns buseigene Wegebiere besorgt, die wir trinken dürfen, weil unsere eigenen mitgebrachten Biere dürfen wir nicht trinken. Und genau, wir fahren hier durch so einen französischen Busparkplatz durch. Und wir haben den geilsten Platz auf jeden Fall. Den allergeilsten Platz. Alle. Ja. Wo wir alles angucken können. Das ist richtig geil. Wir fahren jetzt durch französische Autobahnen durch. Wir fahren durch Frankfurt. Rosette. Das fährt durch die französischen Straßen hier durch. Das war ein Käsebrötchen fressen. Was lag den ganzen Tag in der Sonne, Alter? Guck mal hier. Das ist jetzt zweite Pause. Und der fährt uns zu einem französischen Burger King. Den werden wir gleich fressen, dieses Burger King da vorne. Guck mal, wir sind gerade bei Burger King und hier machen wir gerade Buspause. Für eine halbe Stunde. Und hier werden wir jetzt erstmal die Burger rausmachen. Jetzt ohne Scheiß. Diese zwei Hamburger haben ja 5,40 Euro gekostet. Das ist viel zu teuer. Das ist ein richtiger Wucherpreis. Hier in, ich glaube, Frankreich sind wir, oder? Wir sind Frankreich, oder? Genau, so teuer sind hier diese französischen Preise. Das schmeckt wie deutsche Burger King Burger. Nur mit einem teureren Preis. So, wir sind wieder losgefahren. Und guck mal, diese Sonne geht runter. Aber wir fahren genau in diese Richtung, wo die Sonne fährt, ist. Französische Stromkabel halt. Guck mal, wir haben hier in dieser Raststätte eine 15-Minuten-Pause. Und wir haben jetzt 32 Uhr. Das heißt, ich werde mir jetzt einen Kaffee kaufen gehen. Mein Koffein ist fertig. Mensch, die Ohren flocken. Ich wäre ein Silberfischgesicht und wir haben hier gerade Koffeinpause gemacht. Ich habe spanischer Koffein und spanischer Brötchen gekauft und das inhaliert.
Das war richtig geil. Und wir haben jetzt gerade mitten in der Nacht, keine Ahnung, 3 oder 4 Uhr oder so haben wir gerade. Und ich bin immer noch ein Silberfischgesicht. Kennt ihr sehr Silberfische? Ich kann die nur empfehlen. Deswegen bin ich ein Silberfischgesicht. Ich war ein Kakerlakengesicht mit Fühler. Wir haben jetzt 6 Uhr morgens früh und wir wurden... und wir müssen raus. Irgendwie umsteigen oder so. Und wir verstehen kein Wort. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir haben hier so etwas hier bekommen, damit wir hier fressen können. Und wir wissen immer noch nicht, warum wir raus mussten. Und unsere ganze Gepäck ist da noch im Bus drin. Aber wir dürfen nicht im Bus chillen, sondern wir müssen rausgehen und hier fressen. Und wir haben kein Wort verstanden, weil da nur Spanisch oder Portugiesisch oder so gesprochen wird. Mit einer richtig streng Stimme. Boah, keine Ahnung, was jetzt gerade passiert. Aber irgendwie ist der Bus mit unser Gepäck weg. Oder der Bus, wo wir jetzt gleich hier einsteigen, also der hier, dass da unser Gepäck drin ist, weil es derselbe Bus ist. Also eins von beiden. Aber wir verstehen immer noch nicht, was hier gerade passiert. So, wir haben unser Bus gefunden und wir werden jetzt unser Gepäck hier rausholen. Wir werden jetzt die ganzen Sachen hier in diesen Bus hier reinschmeißen. Also im neuen Bus, weil das ist Umstiegsbus. Buswechsel gemacht und unsere ganze Gepäck wurde von dem einen Bus zum anderen Bus hinein transportiert, also umgeladen. Und die haben die Sachen von Herrn Goldmann vergessen. Und diese ganzen Sachen, die sind fast, also die waren kurz davor gewesen, im falschen Bus loszufahren. Das war richtig widerlich gewesen. Keiner versteht ein Wort Deutsch und wir verstehen kein Wort Spanisch. Ja. Komische Hinreise. Noch 1,5 Stunden und dann sind wir angekommen. Beim Zielortschaft. Die Busfahrt, die war lang gewesen. Die war irgendwie anstrengend. Warte, guck mal, meine Füße, die sind von den ganzen vielen Sitzen so ganz leicht angeschwollen. Also die sehen auf jeden Fall jetzt viel fetter aus als sonst. Das sieht komisch aus. Da hat sich dieser ganze Wasser da abgelagert. Normalerweise wären die sonst nicht so fett. Und da hinten ist Berglandschaft. Portugiesische Berglandschaft. So, wir sind jetzt in Ponte de Lima angekommen. Das ist unsere Zielortschaft in Portugal. Und diese Ortschaft, wo wir starten. Und wir werden hier von diesem Bus hier genervt. Von diesem portugiesischen Bus, der hier diese Geräusche macht. Und darauf werden wir gleich ein Biergeschäft suchen gehen. Und darauf, dass wir 36 Stunden Flixbusfahrt in so einem portugiesischen Flixbus hatten, werde ich erstmal ein Beefy fressen. Und jetzt suchen wir uns ein Biergeschäft aus, um Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Jetzt Wanderung gleich Start kommt. Wir laufen jetzt zum nächsten Supermarkt. Also wir sind gerade auf der Suche nach einem Biergeschäft. Du musst eigentlich nur da sein. Vielleicht ist da hinten was. Guck mal, wir haben hier einen portugiesischen McDonald's gefunden. Ich werde hier jetzt fressen. Ich bin ein Kakerlakengesicht und ich habe hier portugiesisches McDonald's gekauft. Es ist ein portugiesischer Hamburger von diesem portugiesischen McDonald's. Das sieht irgendwie so aus. Ich werde den jetzt fressen. Ah, und so ein Karamelleis habe ich mir gerade auch gekauft. Ein portugiesischer Karamelleis.
McDonald's ist aufgegessen und jetzt setzen wir unsere Suche nach portugiesische Biergeschäfte fort. Und wenn wir das gefunden haben, dann laufen wir Richtung Atlantik. Guckt euch mal diesen Drachen hier vorne an, der hier rumläuft. Das ist ein portugiesischer Drachen. Ich habe gerade einen portugiesischen Drachen gefilmt. Guck mal, wir haben hier einen Einkaufsladen gefunden. Das ist vielleicht ein Biergeschäft. Wir werden da jetzt reingehen, um zu prüfen, ob das ein Biergeschäft ist. Wir waren gerade da hinten einkaufen gewesen, bei diesem portugiesischen Laden. Und wir haben hier Bier und Fressen und sowas gekauft. Also das Essen, was ich später uns kochen werde. Ich werde uns später ein Festmahl zubereiten, wieder heute Abend. Aber genau, das hier, das ist portugiesisches Bier. Ich bin ganz gespannt drauf, wie das schmeckt. Geprost. Prost, alle. Schon etwas anders, aber kann man trinken. Ja, kann man trinken. Absolut. Also das ist kein Ranzbier. Das irgendwie so billig schmeckt und sowas. Wir werden jetzt gleich den Fluss suchen gehen und den Fluss runterlaufen zum Atlantik. Aber wir werden heute wahrscheinlich Atlantik nicht erreichen, sondern vielleicht morgen oder so. Aber wir laufen auf jeden Fall erstmal die Richtung heute dahin. Wir laufen gerade durch so eine portugiesische Straße durch, wo ganz viele portugiesische Fahrzeuge und sowas drauf rumfahren. Guck mal, wir haben diesen Fluss gefunden. Wir laufen jetzt diese Brücke runter und dann nach Richtung Dalag, den Fluss entlang. Vielleicht kann man da irgendwann schwimmen gehen. Mal sehen, wie viel warm das Wasser hat. Das ist, glaube ich, Lima oder wie dieser Fluss heißt. Also ein portugiesischer Fluss. Der führt bis nach Atlantik durch. Und den folgen wir so lange, bis wir Atlantik gefunden haben. Guck mal, ich habe hier mal regelfarbener Bier-Power-Tank-Top hier hingehängt. Weil das Wetter ist hier voll cool. Das ist richtig wunderschön portugiesisches Dreischepperungswetter. Das ist genauso wie in Hochsommer so ungefähr jetzt gerade. Das sind richtig geile Temperaturen. So eine Temperatur hätte ich gerne in Deutschland zu dieser Jahreszeit. Das werde ich voll cool finden. Und wir suchen uns jetzt einen Chillplatz irgendwo am Fluss aus. Damit wir dort entspannt Bier trinken können. So, wir haben hier einen guten Platz gefunden. Wo wir ganz in Ruhe hier an diesem portugiesischen Fluss, wo hier auch springende Fische und so weiter rumspringen. Da ist auch einer vorhin irgendwie einen halben Meter hochgesprungen. Das war so ein, der sah aus wie so ein Karpfen oder sowas. Oder ein Lachs. Oder keine Ahnung, ein Hai oder sowas. Oder weiß ich auch nicht, was das für ein Fisch ist. Und genau, wir chillen hier rum. So, geprost. Wir werden hier beim Fluss unser Pennplatz aufbauen. Hier, weil wir werden heute hier pennen. An diesem portugiesischen Fluss. Das können wir uns die ganze Nacht angucken. Also da drüben ist Sonnenuntergang. Und wir haben schon unser Schlafplatz aufgebaut. Und zwar hier drunter penne ich. Unter meinem Tarp. Und hier vorne auf dieser Hängematte. Da runter, pennt der Herr Goldmann. Ich schlaf drüber. Genau, das ist unser Schlafplatz für heute. Das ist ein portugiesischer Schlafplatz. Ich habe gerade Beschneidungsarbeit gemacht und guck mal hier. Das Wasser kocht. Das heißt, ich kann hier Nudeln reinmachen. Oh, scheiße. Ich habe ein bisschen viel Nudeln reingemacht. Aber egal, das ist für zwei Personen. Deswegen habe ich so viel Nudeln reingemacht. Und das ist richtig geil. Das sind sogar portugiesische Nudeln, die wir probieren gleich. So, Fressen ist fertig. Das hier, das ist unser Abendfressen. Und das schmeckt schon wieder so richtig geil. Doch Portugal hat Geschmack auf jeden Fall. Das ist geil.
Wir haben gerade aufgefressen. Gute Nacht, bis morgen. Hier vorne geht's zum zweiten Teil des Portugal Road Trips. Aber falls dieser noch nicht veröffentlicht wurde, kommt hier stattdessen ein anderer bekloppter Vlog, wo Dave Goldman ebenfalls dabei war. Das müsst ihr euch alle geben.